Ich kann Überschriften hervorheben, indem ich eine Umrandung und eine Schattierung setze. Ich schreibe hier mal Überschrift. Das Ganze kommt dann in die Mitte, zentriert. So, und jetzt kann ich hergehen und sagen Format, Absatz. Dann haben wir hier die Umrandung. Hier wähle ich die Linienanordnung. Also das heißt, ich muss hier überall die Linien setzen. Ich kann die Farbe dieser Linie auch noch entsprechend bestimmen. Also jetzt setzen wir hier praktisch eine rote Umrandung um diese Schrift herum. Und ich kann jetzt nicht nur hier die Linienfarbe entsprechend bestimmen, ich kann auch hier auf die Fläche gehen. Und das wäre dann die Füllung. Und dann könnte ich sagen, entweder Farbe oder ein Verlauf. Verlauf wäre dann praktisch hier hell nach dunkel oder je nachdem, was hier zur Auswahl da ist. Und dann würde sich damit dann entsprechend dieser Rahmen füllen.